Helene Fischer, Ihr Manager bestätigt das Bittere aus. Jedes Jahr aufs Neue begeisterte Helene Fischer ihre Fans mit der großen Helene Fischer Show, die jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wurde. Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause könnte die Show nun dieses Jahr wieder stattfinden. Doch der Manager der Schlagersängerin bezweifelt das. Seit 2011 begeistert Helene Fischer ihre Fans mit der Helene Fischer Show, welche jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag über die TV-Bildschirme flimmert. Wegen der Corona-Pandemie musste die Schlagersängerin die Show 2021 und 2022 absagen. Doch in diesem Jahr könnte Helene wieder an Weihnachten auf der Bühne stehen. Das sieht ihr Manager allerdings anders. Helene Fischers Manager Uwe Kantag bestätigt das aus. Wie Helene Fischers Manager Uwe Kantag jetzt gegenüber RTL verrät, ist er sich nicht sicher, ob Helene in diesem Jahr wieder die große Helene Fischer Show zum Besten geben wird. Ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann, verrät Uwe Kantag. Das liege allerdings nicht an Helene selbst, sondern an äußeren Umständen. Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht, erklärt ihr Manager. Ob die Show dieses Jahr stattfinden wird, steht also noch in den Sternen.